Ja, guten Tag zusammen. Thema Mitarbeiterbegeisterung, wie gehen wir da dran? Ich vergleiche das immer ganz gerne mit dem Thema Eishockey. Warum? Weil die normalen Eishockeyspieler sind immer da, wo der Puck liegt, und die guten Eishockeyspieler sind immer da, wo der Puck sein wird. Und ich denke, wir Unternehmer und Führungskräfte müssen uns ja auch permanent die Frage stellen und sagen, okay, wo wird denn für uns in Zukunft der Puck liegen? Und die Frage ist schon beantwortet, deswegen ja auch das Thema. Aus meiner Sicht liegt der Puck für uns Unternehmer und Führungskräfte ganz klar bei dem Thema Mitarbeiter. Einmal bei dem Thema Mitarbeiter zu kriegen und wenn sie da sind, dass sie bleiben und zufrieden sind und in Produktivität kommen quasi. So, und wenn Sie heute noch zu den Firmen gehören, die tatsächlich noch wirklich Mitarbeiter und Azubis bekommen, wenn Sie welche benötigen und Anzeigen schalten, wenn da noch welche kommen, dann ist das ja noch sehr gut. Nichtsdestotrotz haben Sie vielleicht schon festgestellt, wenn wir Mitarbeiter bekommen heutzutage, sind die teilweise anders drauf. Ja? Das heißt, da kommen Vertreter der neuen Generation, Generation Y genannt, die ticken einfach alle ein bisschen anders, als wir das so gewohnt sind. Ich gucke mal so durch die Reihen, es ist nicht mehr ganz so viel Gen Y dabei, ich erkläre mal kurz die Gen Y. Viele fragen mich auch, ob wir das Thema, ja, Generationen können wir sowieso immer neue Generationen, können wir das Thema nicht aussitzen? Nee, können wir nicht aussitzen, weil 2020 sind 50% aller ihrer Mitarbeiter aus dieser Generation, also dieser Generation zugehörig. Also können wir uns denen nicht ganz entziehen, wir müssen uns schon um die kümmern, damit die zu uns kommen und wenn sie bei uns sind, damit sie bei uns bleiben. Und das sind heute die 20- bis 30-Jährigen und die treibt halt ein paar andere Sachen an. Dieses Thema autoritärer Führungsstil, der Patriarch oben und dann kommt lange nichts und dann kommt das Team. Die Nummer ist vorbei, da haben die keinen Bock mehr drauf. Die wollen Sinn und Werte erfahren. Wie wollen sie das machen? Fragt man sich dann. Also die wollen in allem, was sie tun, also sowohl privat wollen sie eine gewisse Sinnhaftigkeit erfahren in den Dingen, die sie tun, aber auch im Job wollen die irgendwo für ein Unternehmen arbeiten, wo sie sagen, das macht Sinn, hier zu arbeiten. Also sprich, sie wollen eine vernünftige Wertekultur erleben. Man sagt ja auch, dass in Zukunft werden sich die Mitarbeiter nicht mehr für eine Marke, also sprich für eine Firma entscheiden, sondern sie werden sich nur noch für eine Unternehmenskultur entscheiden. Das heißt, für die Kultur, die sie als Führungskräfte und Unternehmer in ihrem Betrieb prägen. Und da kommt dieses Thema Werte halt ganz groß raus. Die Frage ist, wie kann ich dieses Thema Werte, was ja so ein schwammiges Thema ist, wie kann ich das denn in meinem gesamten Prozess, Recruiting-Prozess oder Mitarbeiter-Marketing-Prozess überhaupt einbauen? Das heißt, das ist halt, übers Leitbild kann man sowas machen. Es denken viele, ja komm, wir sind aus dem Handwerk, da kann ich ihnen sagen, komm, wir sind aus der Gastronomie, das ist auch nicht besser. Also da muss man halt ein Leitbild machen, macht ein Leitbild mit dem Team und stellt einfach mal so ein paar Regeln auf, wie wollen wir mit unseren Kunden umgehen und wie wollen wir untereinander umgehen zum Beispiel. Dann sagt der Mitarbeiter, dann sagt der Chef noch, das ist meine Vision, da möchte ich eigentlich hin und schon ist das erste Leitbild fertig. Mehr ist es eigentlich nicht und das macht man halt immer zusammen im Team und ein gutes Leitbild passt auf den Bierdeckel oder ist schön klein und knackig, kann auch Local-Sprech haben, das heißt also Lokales, wir sind ja hier so Kölschrein in der rheinischen Ecke, da kann ruhig was auf dieser Karte mit drauf sein, das soll nicht so glatt sein, also 10 Seiten sauber geschrieben in der Schublade nützt ihnen nichts. Besser ist ein bisschen cool und das Sprech von den Mitarbeitern mit drauf und dann sagen, dafür stehen wir. Selbst wenn Sie aber diese Generation einigermaßen auf der Kette haben, wenn Sie wissen, wie die ticken, wenn Sie wissen, wie Sie die kriegen, wenn Sie wissen, wie Sie die glücklich machen, dann ist alles gut. Denken Sie, vielleicht ist nicht ganz so, weil dann kommt schon die nächste Generation. Wer von Ihnen bildet aus oder hat Azubis? Sind einige, ne? So, das ist Ihre Azubi-Generation, Generation Z. Wodurch sind die geprägt? Die Generation Z ist geprägt durch die sogenannten Helikoptereltern. Die Helikoptereltern sind die Eltern, die den ganzen Tag über ihre lieben Kleinen fliegen und alles für die regeln, damit die bloß nichts selber machen müssen. Ne? Die kriegen 1, 2 Handys, werden von A nach B gefahren, müssen gar nichts mehr selbstständig entscheiden und nach werden sie systematisch entmündigt. Merken wir gar nicht, ist ja alles gut gemeint. Ja? Hat aber leider den Effekt, dass die Azubis dann, wenn sie zu ihnen in den Betrieb können, mit dem Thema Verantwortung nicht mehr wirklich umgehen können. Das heißt, die kommen zu ihnen in den Betrieb rein, sollen dann Aufgaben übernehmen. Das Einzige, was die sagen, wir können jetzt hier mal ein Selfie machen, aber ansonsten ist jetzt schwierig hier. Ne? So,
Psychologen sprechen hier je nach Ausprägungsform schon von paranoider Überbehütung. Ja, so, das heißt, ja, die kommen dann zu Ihnen in den Betrieb und dann kriegen die erstmal eine Ansage von Ihnen, dann sind die aber schnell wieder weg. Das erschreckt die, ja, die sind total erschrocken. Ja, das ist so das Thema. Ein anderes Bild, wie man sich diese Gen Z ganz gut merken kann, so als Bild, nur dass man sagt, naja, stimmt, das waren ja die, die anders tickten. Das kennen ja sicherlich viele von Ihnen, das ist die gute alte Maslow'sche Bedürfnispyramide. Ne? Wir müssen erst die unteren Bedürfnisse befriedigen, schlafen, essen, trinken, bevor wir die anderen Bedürfnisse befriedigen können. Soweit so klar. Für die Gen Z sieht das Ganze so aus. Ne? Ohne Akku und WLAN läuft hier gar nichts. So können Sie sich das schon mal merken. Ist selbst in den Betrieben schon ein Riesenthema. Haben Sie WLAN für die Mitarbeiter? Ja, ja, okay. Also das Thema kennen Sie vielleicht. Sie haben unzufriedene Mitarbeiter und wollen die hier irgendwie darüber kriegen zum Thema, wir wollen euch doch motiviert machen, wir wollen euch zufrieden machen. So. Und dann greifen wir Unternehmer und Führungskräfte eigentlich so im Regelfall so in die gleiche Kiste rein, um darüber zu kommen. Und diese Kiste, in dieser Kiste sind dann so Sachen drin wie, komm, wir reden mal über das Gehalt, wie sieht es denn mit den Überstunden aus, dann gibt es vielleicht noch ein Auto als Bonus oder überhaupt, wir reden über Boni, ne? Solche Sachen sind dann da auch schon mit drin. Je nach Betrieb, je nach Betriebsgröße sagt man dann, okay, wir reden mal über das Mitarbeiteressen, es gibt noch eine Fitness-Club-Zugehörigkeit, so solche Sachen sind da mit drin. Manche sagen dann auch, oh komm, dann müssen wir mal eine richtig gute Mitarbeiterfeier machen, damit die mal wieder oder Teambuilding, ne? Wir gehen mal richtig schön abends raus, ne? So die Geschichte. Das ist aber alles in dieser einen Kiste drin. Und Sie können aus dieser Kiste nehmen, was Sie wollen. Und Sie können das auch richtig gut machen und da richtig Gas nehmen. Man muss das auch tun, aber dann werden Sie immer nur diesen Zustand erreichen. Sie werden immer nur den Zustand erreichen, dass Ihre Mitarbeiter nicht unzufrieden sind. Die sind aber noch lange nicht motiviert und zufrieden. Das heißt, noch mehr Geld, noch mehr Boni, noch dickeres Auto bringt alles nichts. Da sagen die, bis hierhin ist gut, aber dann muss was anderes kommen. Und das sind die sogenannten Hygienefaktoren. Und jetzt müssen wir uns hier überlegen, was ist denn hier zwischen Gelb und Grün? Wie kriege ich da wie kriege ich die Mitarbeiter da jetzt rüber? Das ist also die spannende Frage. Und genau an dieser Stelle, nur da entscheidet sich, ob Sie attraktive Arbeitgeber sind oder nicht. Nur an der Stelle entscheidet sich das. Das heißt, Sie müssen sich sehr strategisch überlegen, wie kann ich, oder fragen Sie sich mal andersrum, wenn Sie selber nicht in drei Sätzen sagen können, warum ein Mitarbeiter bei Ihnen anfangen soll und nicht bei ihm, wenn Sie ihm das nicht in drei Sätzen klar sagen können, dann wieso soll der dann zu Ihnen kommen? Ja? Weil wenn Sie das nicht wissen, wissen das Ihre Kollegen auch nicht, die angesprochen werden von dem, dann haben Sie es auch nicht so klar auf der Website stehen, dann haben Sie es auch nicht selber so klar kommuniziert und wie soll das dann da hinten ankommen? Ja, aber alle sind am Heulen. Und alle, die am Heulen sind, dass sie keine Leute mehr haben, gehen Sie mal auf die Internetseiten dieser Firmen, die jammern, dass sie keine Leute mehr haben. Und dann suchen Sie mal auf diesen Internetseiten den Karrierebereich. Dann suchen Sie mal auf den Internetseiten den Ausbildungsbereich, der auch so heißt. Unser Bereich für Auszubildende. Ne, und nicht so Azubis oder noch besser Stifterbereich oder so. Ne? Das funktioniert nicht so. Und selbst wenn Sie ihn gefunden haben, selbst wenn Sie diesen Bereich auf der Website gefunden haben, irgendwo im Impressum ganz unten und sind auf diesen Karrierebereich gekommen, dann finden Sie überwiegend Text und was der Betrieb alles Tolles kann. Total uncool, unsexy, will keiner hören, will keiner sehen, was da steht. Weil, gucken Sie doch mal, die Gen Z und die Gen Y, die sind doch alle auch, wie wir auch, alle mit dem Handy unterwegs. Die wollen Videos, die wollen coole Bilder. Holen Sie die doch mal ab, wo die stehen. Und nicht mit ihren super langweiligen, wie schreibe ich denn eine Stellenanzeige-Texte. Das ist ja assi. Und deswegen kommen die da auch nicht hin. So, und das heißt also, so ein Bewerberbereich auf der eigenen Website ist im Grunde sehr schnell gemacht. Und schon haben Sie auf jeden Fall potenziell jemanden, der sich da informieren kann. Also an der Stelle wird es gemacht. Und ich möchte Ihnen heute nur zwei, drei kleine Sachen zeigen, die Sie unabhängig von Ihrer Betriebsgröße, egal ob Sie 5 Mitarbeiter haben oder ob Sie 150 Mitarbeiter haben, die Sachen, die ich Ihnen sage, die können Sie in jeder Betriebsgröße machen, kostet kein Geld, können Sie alles machen oder nicht viel Geld. Jetzt ist aber schon recht spät und mich gucken hier sehr viele müde Augen an. Machen wir eine kleine Übung, oder? Übungen werden immer total gerne gemacht. Komm, stehen Sie mal auf, bitte. Stehen Sie mal alle kurz auf. Oh, ja, aber nicht so träge. Also, ich habe ja schon viel Trägheit erlebt, aber das da, mein Lieber. Sie müssen mich auch motivieren.
Okay, wir brauchen rechts und links ein bisschen Platz. Haben wir Damen anwesend? Ja, ein paar Damen sind anwesend. Okay, wir machen jetzt eine Übung. Ich würde Sie bitten, gleich einmal kurz nach oben zu zeigen mit dem Zeigefinger. Können Sie schon machen, ruhig mal schon mal üben, ob das klappt. Klappt, jawohl, wunderbar. So, jetzt machen wir gleich die Augen zu. Dann stelle ich Ihnen eine Frage. Wenn Sie Augen zu haben, nicht die Damen anfassen. Ja, keiner fasst den Nachbarn an. So, jetzt Augen zu. Und jetzt drehen Sie sich bitte dahin, wo Sie meinen, wo Norden ist. Drehen Sie sich nach Norden. Zeigen Sie nach Norden. Wo ist Norden? Drehen, drehen, drehen. Sie dachte, ja, komm, Sie kennen sich aus. Sie wissen, wie es draußen läuft. Ja, es wird sich noch gedreht. Augen können noch zubleiben. Ja, es dreht, wird sich noch gedreht, gedreht, gedreht. Okay. Und jetzt mal Arme oben lassen, Augen auf. Okay. Also so gefühlt 30, 40 Nordrichtungen haben wir. Alles klar, haben Sie gut gemacht. Können Sie wieder hinsetzen. Danke. So. Jetzt müssen wir erstmal klären, wo Norden ist. Handys raus, Kompass raus. Wer weiß, wo Norden ist? Wir müssen das mal kurz klären. Es gibt meistens dann so zwei Richtungen, wo Norden ist. Also viele haben nach da gezeigt. Ja. Ist im und nach da. Okay, nehmen wir die beiden Richtungen. Entweder ist da oder da Norden. Ja, alles klar. So, was soll das Ganze jetzt? Ja, Norden ist eine Metapher. Norden ist die Metapher für Ihre Mitarbeiter. Für das Thema, nicht wissen Ihre Mitarbeiter, wo Norden ist, das ist nicht ganz so wichtig. Wissen Ihre Mitarbeiter, was Ihre Ziele sind in Ihrem Betrieb? Kennen Ihre Mitarbeiter Ihre Ziele entweder pro Jahr, pro Abteilung, pro Monat, pro Quartal, je nachdem, wie auch immer Sie Ihre Zielzahlen aufgebaut haben? Das müssen Sie sich fragen. Bitte? Wirtschaftsziele, genau. Also sagen wir mal Umsatzziele oder so und so viele Projekte wollen wir machen. Es können aber auch Qualitätsziele sein. Wir wollen der beste Arbeitgeber in dem Bundesland werden. Wir wollen der beste Betrieb in der Region werden. Wir wollen größer als der Konkurrent werden. Wir wollen whatever. Ne? Wir wollen höhere Preise durchsetzen. Das können alles Mögliche für Ziele sein. Viele der Unternehmer und Führungskräfte meinen immer, ist doch klar, dass die Mitarbeiter, ja, wir müssen hier Gewinn machen. Blablabla. Ja, aber mit diesen Sprüchen holen sie die Mitarbeiter nicht ab. Und wenn das nicht schriftlich fixiert ist und in Workshops den Mitarbeitern mitgeteilt wurde oder erarbeitet wurde, noch besser, dann wissen sie es nicht. Und es gibt Untersuchungen, dass nur 20% ihrer Mitarbeiter wirklich wissen, was ihre konkreten Ziele sind. Nur 20% ihrer Mitarbeiter wissen es wirklich. Es gibt Untersuchungen darüber. Übertragen Sie das mal aufs Thema Fußball. Stellen Sie sich mal vor, von den 11 auf dem Platz, 20%, sagen wir mal 3, wissen nur 3 Leute, auf welches Tor sie spielen sollen. Ja? Und wissen nur 3 Leute, wo sie auf dem Platz stehen sollen. Und der Rest sagt, oh, auf das Tor, ist egal. Hauptsache, wir spielen Fußball. Und genau so ist es bei Ihnen im Betrieb oder bei uns im Betrieb manchmal auch. Da sagen die, ja, wir sind doch alle am Arbeiten. Ja, ihr sollt aber nicht arbeiten, ihr sollt das Tor schießen. Und Tor schießen heißt Ziele verfolgen. Und ich möchte Ihnen zeigen, wie man sehr einfach das bei den Mitarbeitern erreichen kann, dass man Ziele mit den Mitarbeitern gemeinsam erarbeitet. Das ist die sogenannte Jahreszielplantagung. Und diese Jahreszielplantagung, wie baut die sich auf? Die Jahreszielplantagung hat quasi, es ist ein großes Meeting, wo alle oder alle Führungskräfte zusammenkommen, je nachdem, wie groß der Betrieb ist. Wenn es ein 5-Mann-Betrieb ist, sind es halt die 5. Wenn es mehrere sind, sind es die Abteilungsleiter oder die Filialleiter, was auch immer. Müssen Sie auf Ihren Betrieb rübermünzen. Das heißt, wir machen erstmal einen Budget-Workshop, können Sie auch Ziele-Workshop nennen. Ja, das heißt, wir holen uns erstmal die Mitarbeiter aller Ebenen. Ich spreche dann die Führungskräfte an, aber ich lade alle anderen Mitarbeiter ein, auch die Azubis. Wer will, kann überall mit hinkommen. Das finden die schon mal cool. Dann kommen nämlich auch die Azubis, die sagen, oh ja, dann merken sie auch direkt, wer Interesse hat. Azubi mit dazu. Und jetzt machen sie einfach mal einen Workshop. Der geht auch nur 2 Stunden, also alles easy. Und dann fragen sie mal ihre Mitarbeiter und sagen, hör mal, was machen wir eigentlich nächstes Jahr? Oder bei uns wäre das jetzt zum Beispiel schon die Restaurantabteilung. Wir haben ja auch keinen Akademisierungsgrad, der besonders hoch ist. Bei uns hat ja keiner studiert. Das sind alles Fachkräfte, Köche, Kellner, die irgendwann Führungsverantwortung übernehmen und im Grunde das auch nie gelernt haben. So, dann sitzen die da in dem Workshop und dann sagen wir, okay, was machen wir nächstes Jahr für einen Umsatz? 2017, was machen wir im Restaurant denn für einen Umsatz? Ja, dann guckt er mich genauso an. Ich dachte, ja, 17, weiß ich doch nicht. Dann sagt ein anderer, ja, was haben wir dieses Jahr gemacht? Guter Ansatz. Ne? Was haben wir dieses Jahr gemacht? So, und dann sagst du, okay, ja, dieses Jahr haben wir so und so viel gemacht. Und dann sagt er, ja, aber dieses Jahr, nächstes Jahr ist doch WM und dann haben wir noch das Projekt. Ah, aber die Konkurrenz macht auf und da macht aber einer zu. Und so geht langsam dieser Prozess los. Und dann teilen sie das durch 12, dann haben sie es pro Monat, aber dann gibt es noch monatsspezifische Geschichten. Und auf einmal fangen die Mitarbeiter an zu diskutieren, ja, aber wir könnten auch noch das und wir könnten auch noch das. Und wissen Sie was, es geht gar nicht so sehr darum,
dass sie hinten eine Zahl haben, die stimmt oder die so hundertprozentig stimmt und dass sie sagen, jetzt habe ich mit meinen Mitarbeitern ins Budget gemacht. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass sie ihre Mitarbeiter mitnehmen auf den Weg, dann, weil da wird ja auch viel diskutiert und das finden die Mitarbeiter cool, dass sie mitgenommen werden. Ja, und da werden dann auch Ziele formuliert und wenn sie das als Chef nicht wissen, dann fragen sie halt ihr Team, dann machen sie es mit dem Team zusammen. Das ist sehr charmant, das wird sehr gut aufgenommen. So, das heißt Budget-Workshop und was sie natürlich als Nebeneffekte haben, wenn sie ihre Azubis mit reinholen, dann haben sie den Effekt, dass ein Azubi nächste Woche dann in die Berufsschule geht und sagt, und, was habt ihr letzte Woche so gemacht? Oh, Junge, gearbeitet. Ja, ich habe einen Budget-Workshop gemacht. Das machen sie 2-3 Mal, dann rufen die ersten Azubis aus den Konkurrenzbetrieben an, ob wir nicht doch noch eine Lehrstelle frei hätten. Das heißt, und natürlich sagen wir in allen Meetings, die wir machen, wo die Azubis dazukommen, dass sie bitte Fotos machen sollen, dass sie bitte Selfies machen sollen und dass sie bitte auch die Sachen von dem Workshop posten sollen in ihre Community. Schon haben wir Botschafter draußen, die permanent sagen, cooler Betrieb, cooler Betrieb, cooler Betrieb. Ja, weil in den anderen Betrieben ist ja teilweise so übel, da brauchen sie nur 2-3 von diesen Sachen machen, dann sind sie schon der Held. Das reicht schon oft. Ja, weil die anderen sind ja teilweise noch auch in der Gastronomie sehr weit hinten dran. Okay, das ist also so der erste Workshop, den wir machen. Dauert im Grunde 2 Stunden. Wenn sie selber sagen, ja, ich weiß nicht, wie ich das machen soll, holen sie sich halt einen Trainer, der macht das mit ihnen. Ist keine große Sache. Dann machen wir das nächste Thema. Was macht denn hier mein Drücker? Da ist er. Ich glaube, die Batterie ist leer. Hast du eine Technik? Hast du eine Batterie? Das nächste, was wir mal machen, ist eine Stärken-Schwächen-Analyse. Auch total simpel, aber wer macht es denn mit seinen Mitarbeitern? Und hier, wenn wir in andere Betriebe gehen und machen das in anderen Betrieben, dann holen wir da den Chef immer dazu. Der lernt nämlich am allermeisten, sagt er auch hinterher. Das heißt, sie holen sich die Mitarbeiter, die für sie interessant sind, das Führungsteam oder wenn sie ein Fünferbetrieb sind, holen sie halt die 5 Mitarbeiter. Setzen sich einfach mal mit denen zusammen und sag, hör mal, was sind eigentlich deine Stärken in deiner Abteilung? Was sind die Stärken der Abteilung? Dann gucken die sie an und sagen, jo, Stärken, da kommt erstmal nichts. Und dann kommt so, ja, eigentlich sind wir ein gutes Team und eigentlich haben wir gute Maschinen und gute Infrastruktur und lalalala. Achtung, jetzt aufschreiben. Stärken, 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 Stärken. Stärken werden deswegen aufgeschrieben, damit alle mal wissen, was die Stärken sind und man sich auf die Stärken einigt und damit es dann Stärken bleiben können. Das ist wichtig, dass die Mitarbeiter das auch mal erkennen, was die Stärken sind. Vielen Dank. Dann gehen wir auf die Schwächenseite und sagen, ja, was sind denn die Schwächen bei dir im Betrieb? Dann sagt der Mitarbeiter, so, und ich habe das zum Beispiel mit meiner Buchhaltung mal gemacht, und dann sagt die Buchhaltung, ja, weißt du, wir haben jetzt Mindestlohn, wir haben Gesetzesänderung, Arbeitszeiterfassung, ich weiß nicht, wie ich das alles schaffen soll, das ist die letzte Scheiße. Jetzt waren natürlich die anderen Abteilungen dabei, die Azubis waren alle dabei und auf einmal sagen die dann in der Pause, hör mal, das ist dein Problem, weil wir die Dienstpläne so huddelig schreiben, hast du da die Probleme, oh, das können wir doch reden. Und auf einmal kommt schon diese Teamgeschichte zusammen und ganz wichtig ist, dass der Mitarbeiter die Möglichkeit hat, dieses Forum in dem gesamten Team oder auch vor dem Chef, dieses Forum zu haben, das mal wirklich aussprechen zu können. Das ist den Mitarbeitern wichtig. Damit holen sie die Mitarbeiter ab, das finden die wirklich super cool. Und Nebeneffekte, die entstehen, höre ich ganz häufig in den Pausen, dann sagen die Mitarbeiter, wir bräuchten mal einen neuen Hilti, wir bräuchten mal einen neuen Kombidämpfer, wir bräuchten mal einen, Scheiße, haben wir schon seit 2 Jahren, sage ich das schon. Ja, aber es wurde nie so richtig gesagt. Und in der Pause passiert oft Folgendes, dass der Chef dann sagt, das ist echt euer Problem, der scheiß Hilti, der scheiß Kombidämpfer, dann kaufe ich das Ding jetzt echt. Und dann lösen sich so die einfachsten kleinen Dinge, lösen sich dann einfach und schon sagen die Mitarbeiter, ist aber gut, dass wir das hier mal gemacht haben. Ist mal ein Start, ja. So bin ich zu meinem Hilti gekommen. Okay. So, das heißt, Stärken-Schwächen-Analyse. Das ist aber auf Betriebsebene. Das ist also intern bei Ihnen. Und jetzt zapfen Sie als Unternehmer mal Ihre Mitarbeiter an und sagen, was haben wir denn für Bedrohungen auf dem Markt? Und dann kommen die, ja, wenn wir nicht bald noch mehr Leute kriegen, dann sieht das hier aber schlecht aus, dann können wir die nächsten Aufträge aber nicht mehr annehmen. Und. Dann kommen, was denen noch alles einfällt, denen fallen meist mehr ein als uns, wir alleine. Alles aufschreiben, was die Bedrohungen sind und dann gehen wir auf die Chancenseite und sagen, was haben wir denn für Chancen? Und wenn sie die da so einmal durch den Kakao gezogen haben und dann kommen die auch auf Chancen, dann sagen, weißt du was, wenn wir jetzt hier noch ein bisschen Gas geben, noch ein paar Meetings, wenn wir zusammenhalten, dann können wir hier wirklich nächstes Jahr 2017, wuff, und dann merken sie so langsam, gleich hebt die Rakete ab hier, das ist sehr gut. Das wird natürlich alles schriftlich kurz festgehalten, in diesen Quadraten ganz einfach reinschreiben, ne, pap, 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 und das wird dann in den Pausenraum gehangen oder als PDF, wie auch immer. Gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, die Mitarbeiter finden das total cool. Die nächste Geschichte ist, das muss man gucken, ob das passt nicht bei allen Mitarbeitern, aber selbst ich mache es mit der Küche.
Bei uns stehen auch so 2-Meter-Schränke, sind das auch, ja. Und mit denen mache ich dann die Mottoziele. Also es ist der dritte Workshop in Vorbereitung zu der Jahreszielplantagung. Ne? Erste SWOT, erste Budget, dann SWOT, dann das. Das ist der dritte Workshop, dauert auch nur 2 Stunden pro Abteilung. So, jetzt formulieren die Mitarbeiter, das ist eine Methode, formulieren die Mitarbeiter anhand von Bildern, verknüpfen wir das Bewusste und das Unbewusste und deren Emotionen und da, sie können es nicht glauben. Also die bilden einfach ihr Mottoziel für 2017, für die nächste Saison. Da stehen gestandene Schränke von 2 Metern vor dem Flipchart, haben Tränen in den Augen und sagen, es ist ja wohl unglaublich. Das heißt, die haben so richtig Kraft und Emotionen gekriegt zu ihrem Job, zu dem Betrieb, zu dem Ziel, was sie gemeinsam erreichen wollen. Das kann dieses Tool halt liefern. Und wenn sie das anfangen mit ihren Mitarbeitern machen oder was Ähnliches, das macht keiner. Das macht kein Arbeitgeber. Und wenn sie das machen, werden sie attraktiver Arbeitgeber. Es gibt auch Mitarbeiter, die finden das nicht so witzig, die gehen dann noch irgendwann. Ja, aber wenn sie das konsequent weitergehen, werden die Richtigen zu ihnen kommen und die finden es dann richtig cool. Und die werden nicht mehr wegen 200 Euro woanders hingehen, werden sie nicht tun. Das hier ist zum Beispiel ja, das Rezeptionsteam, hier haben die dann ihr Motto gemacht. Hier sehen Sie unsere Hotelrezeption und hier im Backoffice hängen die beiden Mottoziele. Und das sind so richtige Kraftquellen, wenn es bei den Mitarbeitern so richtig rappelt, dann gehen die da hin und sagen, hey komm, wir haben noch gesagt, da. So. Dann kommt die Jahreszielplantagung und auf der Jahreszielplantagung, die ist dann mit so einer kleinen Feier verknüpft, da kommen dann alle Mitarbeiter hin oder alle Führungskräfte. Und da passiert erstmal nichts anderes, als dass die eine Abteilung der anderen Abteilung erzählt, was in den 3 Workshops gelaufen ist. So haben wir abteilungsübergreifende Kommunikation und 4 Stunden sind schon weg, weil wir so 4, 5 Abteilungen haben, sagt die eine Abteilung. Und dann gehen natürlich die Diskussionen los. Ne? Holen sich Moderator, das Ganze ein bisschen moderiert. Und dann haben sie pro Abteilung ihre Ziele festgelegt, ihre Zahlen festgelegt, wo sie nächstes Jahr hinwollen. Und allen Mitarbeitern ist das klar und ihre Roadmap für 2017 ist fertig. Und dann geht's los mit Magie der Ziele. Alle Mitarbeiter wissen, wo es hingeht. Und sie können erstmal in den Urlaub fahren, wenn es gut läuft. So, wenn Sie mit den Mitarbeitern Ziele erarbeiten oder Zahlenziele erarbeiten, Budgets, brauchen Sie natürlich auch eine hohe Transparenz. Dann sagen Sie Ihren Mitarbeitern auch, wie es aussieht. Die wollen Zahlentransparenz. Das heißt, wenn Sie ein Jahresziel rausgeben oder wenn Sie Monatsziele erarbeiten, müssen Sie ihnen auch monatlich eine Wasserstandsmeldung geben. Das heißt, einmal im Monat eine Rundmail oder einen Aushang und sagen, das sind unsere Zahlen. Und kommentieren Sie sie kurz. Ja, aber kurz überlegen, was ich sagen will, damit ich es motivierend ausdrücken kann. Das ist das, was die Mitarbeiter sehr schätzen, wenn es um Zahlentransparenz geht. Eine andere Geschichte ist das Thema Stimmung im Betrieb. Kennen ja von Ihnen wahrscheinlich, sind wir uns ja einig, das Thema Stimmung im Betrieb ist sehr, sehr wichtig. Aber wer von Ihnen misst die Stimmung regelmäßig? Wir haben über unseren Qualitätsmanagementsprozess auch riesig großartig mit webbasierten Geschichten, PCs, 128 Fragen online. Können Sie alles vergessen. Machen wir alles nicht mehr, ist alles scheiße, weil Sie nehmen den Spüler nicht mit, die Reinigungskraft nicht mit. Sie haben Sprachbarrieren, es funktioniert einfach nicht. Aber ich muss die Stimmung ja trotzdem messen. Was haben wir jetzt gemacht? Haben alles weggeschmissen, DIN A4-Zettel entwickelt, sage ich mal. Also haben wir 4 Enten drauf, weil Parkhotel, da laufen Enten rum, deswegen Enten. So, und wir haben halt die Jubelente bis zur Kotzente, ist alles dabei. So, und alle 2 Monate geht dieser Zettel in die Abteilung rein, anonym, macht ein Kreuz, vorher die Frage, wie ist die Stimmung in deiner Abteilung zurzeit? Dann macht er sein Kreuz. Wird anonym eingesammelt, ausgewertet. Und jetzt kommt's, wenn wir in einer Abteilung unter 60% Stimmung haben, dann stimmt da was nicht. Und dann gehen wir in die Abteilung rein. Dann greifen sofort Mechanismen, um zu gucken, was in der Abteilung gerade nicht funktioniert. Mittlerweile nutzen das Mitarbeiter ganz bewusst, um zu sagen, hier stimmt was nicht, kümmere dich nochmal, kümmert euch, hier stimmt was nicht. Und dieses Tool, sage ich jetzt mal, oder dieser kopierte Zettel, der hat mir in den letzten 1,5 Jahren 4 Kündigungen verhindert. 4-mal Recruitingkosten verhindert, 4-mal Bewerbungsgespräche und, was alles dazu gehört. Brauche ich Ihnen alles nicht zu sagen. Das heißt, das ist ein sehr wichtiges Tool, wenn es ernst genommen wird und gut gemacht wird. Aber es ist relativ simpel.
Und jetzt geht es weiter und sage ich, okay, wenn ich jetzt unter 60% habe, dann muss ich anfangen, was mache ich denn da jetzt? Ja, da muss ich anfangen, mal vernünftige Mitarbeitergespräche zu führen oder Abteilungsgespräche zu führen. Und auch diese Abteilungsgespräche müssen wir auch auf ein neues Level. Gerade wenn es um die Gen Y und Gen Z, also um die neuen, jungen, nachkommenden Mitarbeiter gehen, die haben keinen Bock mehr auf diese klassischen Mitarbeitergespräche. Da müssen sie schon ein bisschen mehr einfallen lassen, wenn sie was rauskriegen wollen und was reparieren wollen. Sonst natürlich nicht, aber wenn nicht, dann können sie es im Grunde auch sparen. Weil das Problem ist nach wie vor, wer absehbare und langweilige Fragen stellt, bekommt auch absehbare und langweilige Antworten. Das heißt, haben Sie schon mal Mitarbeitergespräche gemacht? Oder Sie haben schon mal Mitarbeitergespräche gemacht? Wie fängt man üblicherweise Mitarbeitergespräche an? Okay. Okay, das ist eher so eine Gruppengeschichte, okay. Okay, ich meine jetzt eher Einzelgespräche. Wenn Sie Einzelgespräche machen, also Mitarbeiter-Jahresgespräche oder Halbjahresgespräche, die meinte ich jetzt eher, wenn man diese Gespräche macht, also üblicherweise gehen ja so, und wie geht's? Und wie geht's denn so? Wir müssen jetzt hier mal reden. Ne? Dann kommt halt ein Ja oder ein Nein, ist im Grunde auch scheißegal, was er sagt, weil bringt eh nichts. Also mit der Antwort können Sie eh nichts machen. Also so. Das heißt, wir müssen neue Arten von Fragen stellen. Neue Arten von Fragen sind zum Beispiel Haltungs- und Eröffnungsfragen bei einem Gespräch. Wenn Sie das Gefühl haben, dass ein Mitarbeiter bei Ihnen nicht gut drauf ist und Sie wollen rauskriegen, was mit dem ist, fragen Sie den doch einfach mal vor, also wäre Ihr erster Satz im Gespräch, was müsste denn heute hier im Gespräch passieren, damit du heute nach Hause gehst und deiner Frau heute Abend erzählst, ey, heute habe ich mal ein richtig geiles Gespräch mit meinem Chef geführt, das hätte ich gerne öfter. Wupp, Denkfrage. Haha. Ja. Und dann legt er Ihnen alles auf den Tisch, im Regelfall. Na, das ist also diese Frage. Oder woran würden Sie merken, dass unser Gespräch, was wir heute führen, mit Ihnen von Nutzen war? So, das findet der, also Mitarbeiter findet das tendenziell gut, wenn man so mal in die Gespräche reingeht. Eine andere Geschichte, die auch sehr, sehr nett ist, sind Skalenfragen. Darf ich Sie mal gerade bemühen? Auf einer Skala, bleiben Sie ruhig sitzen. Neue Fragetechnik. Auf einer Skala von 0, grottenschlecht, bis 10, geil, dass ich das noch erleben kann. Was würden Sie sagen, wie ist der Vortrag hier, den ich gerade halte? So von 0 bis 10, geben Sie mal eine 8. Okay, jetzt bleibe ich als Chef total entspannt und sage, okay, was bräuchten Sie, um auf eine 9 oder eine 10 zu kommen von mir? Wupp, Denkfrage, ne? Ja, müsst ein bisschen mehr. Blablabla. Jetzt legt der Mitarbeiter Ihnen das wieder auf den Tisch. Jetzt brauche ich mal hier einen, der sagt, unterirdisch schlecht oder sowas, ja. Sie vielleicht, so, Vortrag heute hier, 0, grottenschlecht und 10, super geil. Was würden Sie sagen? Maximal 1. Okay. Sowas kommt. Oh, da kommen auch minus 5 oder so. Völlig egal. Als Chef oder Gesprächsführer ganz locker bleiben und sagen, okay, aber es ist schon mal die 1 und es ist nicht minus 5. Was ist es denn gewesen? Was ist denn zwischen 0 und 1? Ne? Ja, du bist gekommen. Okay, haben wir doch schon mal was, ja? So, oder so, und dann robben Sie sich langsam wieder hoch und sagen, was müsstest du denn haben, damit es hier mal auf eine 2-3 kommt? Ja, und dann ziehen Sie den langsam hoch, immer schön an der Skala bleiben und dann kriegen Sie halt eine konkrete Aussage von dem Mitarbeiter, die Sie nicht gekriegt hätten, wenn Sie gefragt hätten, wie geht's dir, gut oder schlecht? Das heißt, diese Skalenfrage können Sie jederzeit sehr gut einsetzen. Eine andere Geschichte ist eine paradoxe Frage. Vielleicht kennen Sie das, wenn die Mitarbeiter sich immer beschweren. So in so einem Mitarbeitergespräch, ne, kotzen die sich erstmal aus. Ne? Das ist scheiße und der ist doof und das ist so und das ist kaputt und nichts geht mehr hier und lalalala. Jetzt müssen Sie ja als Gesprächsführer mal irgendwie was machen, aber wir wollen ja das Gespräch am Laufen halten. Also die Motivation soll ja hoch bleiben. Das heißt, wir gehen nur ganz kurz auf die Bremse, indem wir sagen, hör mal, ganz kurz mal, was müsstest du tun, damit es noch schlimmer wird? Denkfrage, dann stoppt der kurz und dann denkt er nach und sagt, ja, und im Regelfall habe ich es erlebt, dass die Mitarbeiter dann sagen, ja, okay, war jetzt doch ein bisschen viel gejammert oder irgendwie sowas. Und dann kriegen sie die Kurve, dann machen sie die Skalenfrage hinten dran und dann geht das. Ne? Das heißt also, was müsstest du tun, damit dein Problem noch größer wird, zum Beispiel, ne? Sage ich jetzt mal. Oder wenn einer meint, er könnte nichts mehr verkaufen, dann müssen wir also sagen, was müsstest du tun, damit du gar nichts mehr verkaufst? Ja, dann fahre ich am besten zu keinem Kunden mehr oder trinke noch länger Kaffee da oder was auch immer, ja, was dann alles so kommt. Zum Schluss der Fragetechnik noch das Thema Abschlussfrage. Sie kriegen über die Abschlussfrage am Ende, wenn alle schon denken, das Gespräch ist rum, dann schmeißen Sie noch mal ganz kurz einen Anker in den Ring
und fragen einfach den Mitarbeiter so Sachen wie, jetzt ist ja das Gespräch vor, was hättest du dir gewünscht, was hätte ich heute noch fragen sollen in dem Gespräch? Damit kehren sie quasi noch einmal komplett durch den Raum und stellen sicher, dass sie nichts vergessen haben bei den Mitarbeitern. Ja, ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass sie noch mal kurz meine Guttage ansprechen oder. So diese Geschichten. Ne? Oder sie fragen, was nehmen sie heute aus dem Gespräch für sich mit? Für sie mit? Naja, also so und so und so. Das heißt, sie können lernen. Oder wenn das Gespräch mal ein bisschen schwierig war am Anfang und dann ist es besser geworden, wenn sie das für sich trainieren wollen, kommen sie mit dieser Frage weiter, dann lernen sie, was war der Wendepunkt? Also was war der Wendepunkt in unserem Gespräch? Fragen sie dann einfach. Okay, ich möchte Ihnen eine andere Geschichte zeigen. Das kennen Sie vielleicht auch. Sie haben einen Mitarbeiter, das ist so ein richtiges Alpha-Tierchen, so ein richtiger Leistungsträger, super stark, der macht die Baustellen tipptopp, wenn der gewirkt hat, Kunde ist zufrieden, alles super, aber Stimmung zum Kotzen, Mitarbeiter nicht gut drauf. Er hat zwar für den Umsatz gesorgt und hat das auch alles gut gemacht, aber die Stimmung ist schlecht und die Mitarbeiter kündigen schon wegen dem, weil der so ein kleines Arsch ist. So. Ich hatte auch so einen, unser Bankettleiter war so einer und als der dritte Assistent gekündigt hat, habe ich irgendwann mal gesagt, so jetzt muss ich aber mit dem auch mal was machen. Und jetzt haben wir Unternehmer natürlich das Problem, dass wir sagen, naja, bei dem Fachkräftemangel, eigentlich kannst du dem ja schon gar nichts mehr sagen, weil ich habe ja nur noch den und wenn ich den jetzt rausschmeiße oder dem mal die Meinung sage, dann kriege ich ja keinen neuen mehr, also was soll ich machen? So eine ähnliche Situation hatte ich auch. Das heißt, dann habe ich Ihnen diese Skala hier hingelegt von 0 bis 9. Das hier ist Orientierung an den Vorgaben oder Orientierung an den Aufgaben. Das heißt Leistungsorientierung. Das heißt, wie leistungsorientiert schätzt du Mitarbeiter dich ein? Ne? Sorgst du hier dafür, dass es funktioniert oder nicht? Und das hier ist der Pfeil, wo drauf steht Orientierung an den Menschen, Orientierung an den Mitarbeitern. So, da habe ich gesagt, trag dich doch mal ein, was du meinst, wie du hier im Betrieb unterwegs bist. Da macht der ganz kackendreist hier oben bei 11 sein Kreuz. Ist doch da hier 11, oder? Ich bin hier der super Leistungsträger, ich sorge da hier dafür, dass hier alles läuft. Ne? Wenn du mich nicht hättest, hättest du ja nur halb so viel Umsatz. Lalalala. Da sage ich, ja schön, alles klar, 11. Okay, aber wo bist du denn hier unten? Da sagt er, ja, was steht da unten? Menschen, Orientierung an den Menschen, an den Mitarbeitern. Ah, ist ja nicht so wichtig, eine 2. Ne? So, macht aber 11, 2 sein Kreuz. Jetzt habe ich das aufgedeckt. Nee, sage ich, ist nicht egal. Herzlich willkommen in der Welt der Führungsstile. Und jetzt habe ich ihm gesagt, in welchem Führungsstil er unterwegs ist. Da habe ich gesagt, wenn du da dein Kreuz machst, dann bist du in dem Führungsstil herrschen und kontrollieren unterwegs. Anders gesagt, autoritärer Führungsstil oder so Patriarchentum. Das akzeptieren wir hier nicht, weil das funktioniert nicht mit unseren Mitarbeitern. Und wenn du hier weiterhin Führungskraft bleiben willst, musst du dich hier oben rechts in dem Bereich aufhalten oder dich mindestens dahin bewegen. Dieser Mitarbeiterbereich hier oben oder dieser Führungsstil, der sichert nämlich auch ab, dass man nach den Mitarbeitern guckt, dass man nach den Menschen guckt. Das ist das, was für die sehr wichtig ist. Und dieses Parameter hatte der nicht, diese Aufgabe hat er nicht. Und dann habe ich ihm einfach nur gesagt, und jetzt wird Führung messbar. Der war bei 11.2. Ich habe gesagt, okay, in 3 Monaten sehen wir uns wieder. Und in 3 Monaten gucken wir, wo willst du hin? Er hat gesagt, ich versuche mal auf 5 zu kommen, aber ich bleibe auf 11. Dann sage ich, gut, dann bleib auf 11, aber rüber auf 5. Ne? Heute ist er mein Direktor, das Ding hat funktioniert und jetzt müssen sie ihm einfach nur Anleitung geben und sagen, der wusste nicht, wie er von 2 auf 5 kommt. Der hatte das nicht auf dem Schirm. Sag ich, das kann nicht sein. Da sage ich, doch, er fragt doch einfach mal, wie es den Mitarbeitern geht. Sag doch einfach mal Danke. Wieso? Ja, genau. Ne? Also alles so Sachen. Ne? Okay. Ich möchte noch eine Sache zeigen. Kennen Sie vielleicht dieses Gefühl, wenn Sie 12 Stunden unterwegs waren, haben den ganzen Tag gearbeitet und dann kommen Sie nach Hause und fühlen sich in etwa so und sagen so, boah, was habe ich heute eigentlich den ganzen Tag gemacht? Wer kennt das Gefühl? 2, 3. Okay, dann erzähle ich es Ihnen. Das liegt daran, dass wir als Unternehmer oder Führungskraft unterschiedliche Rollen haben. Diese Rollen nennen sich Fachkraft oder Experte, kann man es auch nennen. Fachkraft, Manager und Unternehmer. Ich möchte dazu ein kleines Bild geben, damit man das besser, weil es ist ganz wichtig für Ihr tägliches Handeln als Unternehmer und Führungskraft. Stellen Sie sich mal vor, wir sind im Dschungel und wir müssen mit unserer Truppe durch den Dschungel kommen. Dann stehen vorne im Dschungel stehen die Fachkräfte, also die Experten. Das sind die, die alle eine Machete in der Hand haben. Die machen den Vortrieb. Die hauen die ganze Zeit die Palmen weg und gucken, dass wir durchkommen.
Das sind die Fachkräfte. Die hacken die ganze Zeit die Palmen weg, damit es nach vorne geht. Fachkräfte. Dahinter stehen die Manager. Was machen die Manager? Die Manager sorgen dafür, dass sie machetenscharf sind. Die Manager sorgen dafür, dass die Fachkräfte genug zu essen haben. Die sorgen dafür, dass die Pausen eingehalten werden, damit sie nicht müde werden. Die gucken sich an, warum der eine schneller ist als der andere und sagen es dem, der langsamer ist, und sagen, du musst es so machen. Das ist der Manager, der guckt nach der Produktivität. Ja? Und er tauscht auch mal Leute aus, wenn er merkt, okay, mit dem da kommen wir nicht mal nach vorne, da kriegen wir eine Delle da vorne rein. Also muss der raus und dann stellt er einen neuen rein. Das ist der Manager. So, wo sitzt jetzt der Unternehmer in dem ganzen Dschungel? Der Unternehmer sitzt oben im Baum und sagt zu seinen Leuten, Leute, wir sind im falschen Wald, wir müssen da lang. Das heißt, der Unternehmer muss immer gucken, dass er am Unternehmen arbeitet. Er muss immer gucken, ob die Richtung noch stimmt oder ob er sich neu ausrichten muss. Und ich habe Ihnen das in der Tabelle mal kurz aufgeführt. Gehen wir es mal durch. Wir haben die Fachkraft, arbeitet also im Unternehmen, ist der operative Macher, der im Hier und Jetzt lebt. Der Manager arbeitet im und am Unternehmen. Er hat also auch die Fachkraftrolle, muss aber ab und zu auch anleiten. Ja, und er gibt die Regeln vor und überwacht, dass die Regeln eingehalten werden. Und der Unternehmer sollte eigentlich nur am Unternehmen arbeiten und ist die Energie im Grunde hinter allem. Und wenn die Fachkraft mag keine festen Regeln und Visionen, hat die keinen Bock drauf. Der Manager schafft Ordnung, entwickelt die Systeme dafür, definiert die Strukturen und Standards, wie es gemacht werden soll. Und der Unternehmer bringt permanent neue Ideen rein und stört damit auch das System unbewusst. Ja, sagt, hör mal, wir können das eigentlich mal so. Und ich habe mir überlegt, wir müssten mal. Das will der Unternehmer eigentlich machen. Da hat die Fachkraft keinen Bock. Da sagt, der Chef war eben wieder da, der hat wieder irgendwas erzählt. Keine Ahnung, was der wollte, gut, dass der wieder weg ist. Ja, ja, das ist so der Klassiker, wenn die beiden aufeinandertreffen. Die Fachkraft, also der Experte ist glücklich, wenn das Dach gedeckt ist. Dann sagt er, geil, Dach, pack, wunderbar. Der Manager sagt, ey geil, Gutex System, zack, hat funktioniert, wunderbar. Und der Unternehmer ist glücklich, wenn er seine Vision verwirklichen kann. Wenn er sagt, ich will 100 Mitarbeiter haben, ich will der größte Betrieb in ganz Nordrhein-Westfalen sein oder was auch immer. Um es abzukürzen, man könnte sagen, die Fachkraft ist verantwortlich für die heutigen Kunden, für ihre heutigen Kunden. Der Manager ist verantwortlich für die heutigen Mitarbeiter und Sie als Unternehmer sind verantwortlich für die Kunden von morgen und für Ihren Nachfolger. Wenn Sie für Ihren Kunden von morgen verantwortlich sind, werden Sie auch immer dafür sorgen, dass Sie Kunden kriegen, indem Sie attraktiv bleiben. Wenn Sie sagen, ich habe keinen Nachfolger, interessiert mich nicht. Doch interessiert Sie vielleicht insofern, dass Sie irgendwann den Betrieb abgeben wollen oder verkaufen wollen, entweder an den Junior oder an den Externen, aber dafür muss der Betrieb attraktiv bleiben. Wenn Sie sich das Bild immer ein bisschen im Kopf behalten, haben Sie meistens noch eine ganz gute Entscheidungshilfe. Und jetzt lösen wir das auf, wieso Sie sich abends nach 12 Stunden so platt fühlen. Was dem einen so wichtig, was dem einen als Arbeit erscheint, erscheint dem anderen nicht als Arbeit. Ja, die Fachkraft sagt, was der Unternehmer da fährt, ganz normal im Auto durch die Gegend, auf den Baustellen, was soll denn das? Das ist doch keine Arbeit, ich mache hier die Arbeit. Ne? Was für den einen wichtig ist, hat für den anderen keine Bedeutung und was für den anderen einen wertvoll ist, ist dem anderen lästig. Alle drei Rollen entwerten sich gegenseitig. Das ist der Casus Knactus an der Sache. Das heißt, wenn Sie in der Fachkraftrolle sind, sagt das Unternehmerherz, boah, jetzt muss ich hier wieder den Scheiß machen, aber jetzt kriege ich meine Firma nicht nach vorne gebracht. Ne? Wenn Sie in der Managerhose sitzen, sagen Sie, scheiße, das ist ja auch nicht das Richtige. Ich müsste entweder das eine oder das andere machen. Und so springen Sie unbewusst in allen Rollen hin und her den ganzen Tag. Und abends sagen Sie, das habe ich heute einen ganzen Tag gemacht. Die Lösung ist, sich ganz bewusst zu sagen, diese Woche mache ich 2 Stunden Unternehmeraufgabe und ansonsten meine Fachkraftrolle, wenn ich überwiegend auch noch mit anpacken muss, dann ist das okay. Aber da muss ich ganz bewusst diesen Rollenswitch quasi vollziehen. Was Paul über Peter sagt, der weiß, wie der Spruch weitergeht. Was Paul über Peter sagt, sagt mehr über Paul als über Peter. Was soll das heißen? Das soll heißen, dass Sie als Unternehmer, wie Sie was sagen und wie Sie reagieren auf das, was passiert von Ihren Mitarbeitern, was von Ihren Mitarbeitern kommt, daran entscheidet der Mitarbeiter,
wie er sie einschätzt. So, das heißt, ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Also das ist die Feedback-Formel, wie Sie in Zukunft eine ganz andere Kultur in Ihren Betrieb reinkriegen, nur wenn Sie das anwenden. Das hier ist pures Gold. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Ohne diese Formel, wie läuft es denn in unserem Betrieb? Sie kommen morgens in den Betrieb und dann kriegen Sie mal so eine von der Seite geschossen. Vortrag hier heute auch keinen Bock, oder? Nicht so richtig interessant für Sie, ne? Ja, ist auch schon ein bisschen müde hier heute, oder? Ne? So, also die Mitarbeiter kommen rein und erstmal bam, bam, bam. Ja, du bist aber heute auch nicht gut drauf und das ist scheiße und bam, bam, bam. Erstmal wild um sich geschossen, haben sie schon mal so eine Grundstimmung drin, fehlt nur noch die Zündschnur und dann geht's los. Wenn Sie die Feedback-Formel anwenden würden, wenn Sie Ihre Mitarbeiter trainieren, wir machen Workshops, wo wir nur das trainieren, das braucht ein bisschen Atem, aber wenn Sie das hingekriegt haben, haben Sie echt eine andere Kultur im Betrieb. Wie würde ich es denn sagen mit der Feedback-Formel? Ich würde es so sagen, zu Ihnen würde ich sagen, so wie ich das wahrnehme, ist das für Sie jetzt hier nicht ganz so interessant, mein Vortrag? Jetzt habe ich Ihnen erstmal nur meine Wahrnehmung geschildert. Ne? Ich nehme das so wahr, dass das für Sie nicht so ganz interessant ist. Noch kein Angriff. Jetzt sage ich Ihnen die Wirkung, wie es auf mich wirkt. Jetzt sage ich, das irritiert mich ein bisschen, macht mir hier vorne auch nicht so richtig Spaß, wenn Sie nicht mitmachen. Jetzt sage ich Ihnen meinen Wunsch. Jetzt sage ich Ihnen, wäre schön, wenn Sie einfach ein bisschen mitmachen, würde ich mir wünschen, dann ist das für mich hier vorne einfach ein bisschen einfacher. So, wenn ein Mitarbeiter nicht so schnell läuft im Betrieb, wie Sie das wollen, ja, dann sagen Sie ja vielleicht heute, hör mal, du bist aber heute auch nicht so richtig gut drauf, ne? Du bist auch ein bisschen neben der Kapp, oder? Ich bin neben der Kapp. Ne? Ja. So, und so können Sie ihm aber sagen, hör mal, so wie ich das wahrnehme, bist du heute nicht so richtig dabei, das irritiert mich ein bisschen, weil wir müssen die Baustelle auch hier in time fertig kriegen. Ich würde mir einfach wünschen, dass du irgendwie mit dabei machst, dass du heute ein bisschen mehr Gas gibst. Das hört er sich an, da sagt er, okay. Und so kann man, so, das ist ein langer Prozess, aber das ist eigentlich auch nicht so schwer. Aber weil das so toll ist, aus meiner Sicht, ich finde das so toll, weil das so toll ist, habe ich Ihnen diese Feedback-Formel auf Karten mitgebracht. Ich lege die Karten hier vorne hin, die können Sie sich nachher mitnehmen. Machen Sie sich mal einen Spaß. Wenn Sie telefonieren, das können Sie auch sehr gut in der Partnerschaft einsetzen. Ja. Ja. Also, bei mir kommt das jetzt gerade so an, meine Liebe. Naja, und dann so weiter, ja. Machen Sie es mal. Fangen Sie von mir aus bei Ihrer Frau an oder so. Alles ist, dann werden Sie mal sehen, was da für eine Wucht hinter ist, ja. Kleben sich das Ding also hinten aufs Handy, wenn Sie das nächste Mal heute Abend mit Ihrer Frau reden. Ansonsten auf den Desktop legen und einfach mal ablesen. Sie brauchen gar nicht Ihren persönlichen eigenen Sprech. Brauchen Sie nicht. Lesen Sie es einfach ab. Darf ich, Sie sitzen in der ersten Reihe, haben sich freiwillig hingesetzt. Geben Sie mir mal kurz Feedback nach dieser Formel auf diesen Vortrag gerade. Und lesen Sie bitte einfach nur ab. Dann sehen Sie, wie einfach das ist. Für alle mal eben. Fangen wir mal oben an. Sie schildern mir Ihre Wahrnehmung. Nehmen Sie einen von den vier Sätzen. Sie können, egal welchen. Ich erlebe das jetzt so, abgelesen, wie denn? Okay, Sie mussten hier sitzen, weil nichts anderes mehr frei war. Die Wirkung auf Sie, wie wirkt das auf Sie? Nicht ganz so toll, weil jetzt werden Sie morgen die ganze Zeit geärgert. Ne? So, und jetzt sagen Sie mir Ihren Wunsch. Nehmen Sie mal meinen Nachbarn als beim nächsten Mal. Ne? Dann geht es mir wieder besser, so in der Art. Okay, komm, hat sie gut gemacht. Kleiner Applaus, komm. Okay, ich lege die Karten hier vorne hin. Probieren Sie es mal mit Ihrer Frau. So, wir müssen Gas geben. Wartungsvertrag, das kennen Sie alle, alles Handwerker hier. Wartungsvertrag und Inspektionsverträge für Maschinen sind doch völlig klar. Ja, das heißt, keiner von uns käme auf den Trichter, den Ölwechsel an seinem Auto selber zu machen oder die Kaffeemaschine selber zu entkalken. Dafür haben wir Wartungsverträge. Völlig klar. Aber das, was uns am meisten Geld kostet, dass der größte Posten in unserer Bilanz, die Löhne, die Personalkosten, da doktern wir selber dran rum, weil das können wir ja so super toll. Ja? Da sind wir dran wie die Kesselflicker. Mitarbeitergespräche machen wir alles selber. So, und dann und deswegen mein Aufruf hier an Sie, einfach mal über einen Wartungsvertrag Mitarbeiter nachdenken. Das gibt es nämlich auch. Ja, einfach mal regelmäßig einen Trainer oder einen Coach reinholen,
der mal so die Weichen wieder stellt, der mit den Führungskräften kurz redet, dass die Führungskräfte, das sind ja auch die Sachen, wo viele Unternehmer gar keinen Bock drauf haben. Ach, immer das ganze Gerede mit den Teams da, eklig, haben viele keinen Bock drauf. Ja, wunderbar, holen sich einen Coach dazu, der macht das für sie. Ist doch gar kein Problem. Der kommt ein, zweimal im Monat rein, je nach Betriebsgröße oder einmal im Quartal. Der macht die Jahreszielplantagung mit ihnen. Das funktioniert. Jetzt fragen mich viele hinterher nach dem Vortrag häufig und sagen, naja, ach ja, das mit den Mitarbeitern, das kostet ja auch immer alles Geld, wenn ich mir dann einen Coach oder einen Trainer hole. Da machen wir mal kurz eine Rechnung. Nehmen Sie mal Ihren Jahresgewinn von diesem Jahr. Sie wissen ja schon ungefähr, wo der sein wird. Nehmen Sie mal Ihren Jahresgewinn. Teilen Sie mal den Jahresgewinn nach Steuern, vor Steuern. Teilen Sie den mal durch die Anzahl Ihrer Mitarbeiter. Gut, Kopf rechnen. Jahresgewinn durch Anzahl der Mitarbeiter. Haben Sie eine Zahl jetzt, jeder für sich, ja? So, zweite Frage. Jetzt machen Sie mal für sich auch auf einer Skala von 0 bis 100. Was würden Sie sagen, wo die Motivation und die Produktivität Ihrer Mitarbeiter ist? Mal so gefühlt, über alle Mitarbeiter drüber. Ne? So von 0 bis 100, wo so Ihre, wo die Motivationsskala und Produktivitätsskala Ihrer Mitarbeiter ist. Wie gut sind die wirklich am Schaffen? Nehmen wir mal ein Beispiel, was würden Sie sagen? Einfach nur mal so eine Zahl zwischen 0 und 100, Produktivität. 75%. Höchste Zahl, die ich je gehört habe im Vortrag. Okay. So, jetzt haben Sie also einen Gewinn pro Mitarbeiter, Summe X gleich 75%. Wenn Sie diese Produktivität um nur 5% steigern würden, können Sie sich jetzt selber ausrechnen im Dreisatz, was das bedeuten würde. Und Achtung, hier haben Sie keine variablen Kosten. Das geht sofort in die Kasse durch. Und das erreichen Sie durch einen Wartungsvertrag Mitarbeiter, weil die Blockaden und den ganzen Zirkus, den Sie meistens im Betrieb haben, der Sie blockt, der zu Krankheitstagen führt und Ineffizienz, das haben Sie dann nicht mehr. Das ist meine Meinung dazu. Wer von Ihnen kennt die 72-Stunden-Regel? Dann sage ich sie Ihnen mal kurz. Was Sie in den nächsten 72 Stunden nicht machen, werden Sie nie mehr machen. Wenn Sie also heute im Laufe des Tages irgendeinen Impuls hatten, von heute Morgen oder jetzt im Vortrag, egal, wenn Sie irgendeinen Impuls hatten und sagen, das da ist nicht schlecht, das könnte ich eigentlich mal machen, dann haben Sie jetzt genau 72 Stunden Zeit und Ihr Unterbewusstsein sagt, okay, da bin ich mit dabei. Und wenn Sie Ihre Top 3 Dinge dann kurz aufschreiben, dann wissen Sie, was Sie noch in den nächsten 72 Stunden machen können. Wenn Sie es mit der Disziplin nicht so haben, ich habe Ihnen wieder Kärtchen mitgebracht, die Kärtchen liegen hier vorne, Sie können Ihre drei, Top 3 Sachen gleich hier draufschreiben. Wenn Sie es mit der Disziplin nicht so haben, schreiben Sie Ihre E-Mail-Adresse drauf, geben mir die Karte zurück, ich erinnere Sie innerhalb der nächsten 72 Stunden, dass da noch was war, was Sie machen wollten. Machen wollten heißt auch nur, Sie müssen den Eintrag im Kalender machen, Sie müssen das Buch bestellen, den Termin mit dem Kollegen machen, mit Ihren Mitarbeitern reden, was oder die Frage oder mit Ihrer Frau mal die Feedback-Formel anwenden oder was auch immer. Irgendwie solche Sachen, ich lege Ihnen die Karten hier hin, die können Sie dann auch mitnehmen oder mir halt wiedergeben. Das war's von meiner Seite, ich bedanke mich, stehe Ihnen für Fragen gleich gerne noch zur Verfügung. Schönen Tag noch.